Hallo allerseits, die Insel Shiranagase ruft wieder nach uns. Nachdem ich eine ganze Weile doch nicht hier weitergemacht habe, ich war eine Weile krank im Bett mit Fieber, Husten und das Fieber hat dann zwar nach einer Woche nachgelassen, aber der Husten und dieses Kratzen der Stimme, das blieb eine ganze Weile noch mehr erhalten und ich bin auch noch nicht so ganz davon befreit. Also kann es sein, dass es da heute noch den einen oder anderen Aussetzer mal gibt? Also wenn mal hier und da mal ein seltsamer Schnitt erfolgt im Video, dann liegt das daran. Ich wollte euch nur schon mal vorgewarnt haben. Aber jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass wir Ikeda endlich aus seiner Misere dort befreien, nachdem er schon mehrere Folgen an dem Tisch dort angebunden ist. Sagt Neneko, Ikeda verspricht immer, dass er mir hilft. Aber ich habe nie daran gedacht, ihm zu helfen. Wenn er aufwacht, werde ich ihm das für eine Woche unter die Nase reiben. Ja, wenn es nur eine Woche ist, dann wird er, glaube ich, noch ganz gut davonkommen. Du kannst aufwachen, wann immer du willst, okay? Ich werde ängstlich, wenn ich alleine bin. Ja, nur sind wir uns immer noch etwas im Unklaren, wie wir Ikeda jetzt retten können. Jedenfalls sollte ich mich woanders umsehen. Aber wo? Ich denke, dass ich das System abrufen kann, aber es gibt keine Antwort. Kann ich es irgendwie dazu bringen, zu funktionieren? Ich sollte mich woanders umsehen für den Moment. Okay, irgendein Indiz im Schrank vielleicht. Ich will so einen für zu Hause. Ganz viel extra Stauraum. Einfach das Kabel ziehen wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Außerdem können wir da nicht klicken. Ikeda! Ja, das ist Ikeda. Warum ist das Licht an? Es gibt keinen Grund, es anzulassen, wenn keine Operation im Gange ist. Könnte das etwas anderes bedeuten? Das Licht ist recht hell. Der Raum wird grundsätzlich nur durch die Operationsleuchte beleuchtet. Das Licht ist hell, aber es wurde so hergestellt, dass es in einem Operationssaal, um es in einem Operationssaal zu benutzen. Also wird es nicht zu heiß. Ich nehme an, das sind LED-Lichter. Nicht, dass es wichtig wäre. Aber was ist dann wichtig? Wir können den Raum auch nicht verlassen. Wir könnten Ikeda an den Füßen kitzeln. Vielleicht wird er dann wach. Ha? Einfach nur ha. Ha. So, ja, so viele Auswahlmöglichkeiten haben wir doch gar nicht mehr. Ich sollte mich woanders umsehen? Ja. Es ist so hell, dass mir schwindelig wird. Ja, ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Ich will so einen für zu Hause. Jetzt haben wir aber auch alles... Okay, irgendwas... Das Headset vielleicht? Ah, okay. Die Kopfbedeckung auf Ikedas Kopf. Was ist dieses Ding? Von den Kabeln ausgehend, die davon ausgehen, bin ich mir ziemlich sicher, dass die etwas beobachten. Ich frage mich, ob ich es abnehmen soll. Nein, es könnte gefährlich sein, es abzunehmen, ohne es vorher zu untersuchen. Wenn ich nicht vorsichtig bin, könnte ich einen elektrischen Schock direkt in sein Hirn senden. Ich denke nur zu laut. Ha? Ja, jetzt bleiben wir wieder nur bei H. Nee, doch nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Kopfbedeckung nicht anfassen sollte. Es scheint eine wichtige Aufgabe auszuführen. Ich mag das kein bisschen. Ich sollte nicht zu nahe heran. Ja, aber können wir vielleicht jetzt was an dem Terminal machen? Nein. Nein, okay, das ist so wirklich mit die größte Schwäche am Spiel, dass man erstmal zig Sachen wahllos anklicken muss, bis man endlich weiterkommt und es auch kein klares Indiz dafür gibt, was wichtig ist. Ich habe jetzt keine Zeit, die Leuchtstofflampe zu anzusehen. Ich sollte mich woanders umsehen. Ich kann die Leuchtstofflampe so lange anschauen, wie ich möchte, aber nichts wird passieren. Ernsthaft? Hör jetzt auf, die Leuchtstofflampe anzusehen. Ich glaube, das Spiel macht sich mittlerweile über uns lustig. Das ist nicht sehr nice. Ha? Oh! Seine Hände und Füße scheinen fest angeschnallt zu sein. Es sieht aus wie ein Zwangsbett. Es sieht mehr wie ein Zwangsbett als ein Operationstisch aus. Die Fesseln sind stark. Ich werde sie nicht mit bloßen Händen entfernen können. Ah, das tut weh. Ich habe versucht, die Fesseln mit Gewalt zu lösen. Ich habe fast meine Nägel ausgerissen. Ich denke auch nicht, dass ich sie mit einem Werkzeug aufkriege.
Sie müssen wohl automatisch durch das System geöffnet werden. Dann lass uns doch nochmal an dieses System rangehen. Versuchen, irgendwas zu bewirken. Ah, okay, jetzt. Irgendwas. Ich muss irgendwie Zugang erlangen. Ich tippe wahllos Codes, aber keine Antwort. Aha, der Monitor zeigt immer noch dieses statische Rauschen. Da war eine Nachricht von meinem Vanvano. Gut, es hat die Datei der Betriebsanleitung gefunden. Ha. Das ist eine merkwürdige Anleitung. Diese Wörter sind recht technisch und schwer. Das ist wirklich sehr extremes Technikgeschwafel. Fast wie wenn man Basquiat vor dem Spiegelbild liest. Okay, das sagt mir gerade gar nichts. Also, das ist kein Problem für mich, weil ich ein Genie bin. Wenn ich nicht so klug wäre, wäre ich echt geliefert. Eine normale Person würde nie imstande, diese Anleitung zu verstehen. Welcher Idiot würde überhaupt so eine komplizierte Anleitung schreiben? Ha. Jedoch scheint es, dass dieser Idiot, der diese Anleitung geschrieben hat, das System von Grund auf gebaut hatte. Ich blättere durch die Anleitung und fand die Informationen, die ich brauchte. Es ist ja zu interessant, dass Neneko selbst bei ihrem inneren Monolog am Stottern ist. Macht man das so im echten Leben? Gibt es Leute, die dann in ihrem inneren Monolog stottern? Das wirkt irgendwie... Naja. Das scheint ein Gerät zu sein, das sich mit den menschlichen Hirn verbindet, Erinnerungen und Erfahrungen stimuliert und von diesen Informationen extrahiert. Wenn das wahr ist, wäre das grauenhaft. Noch nicht mal Supermächte haben Computer wie diesen benutzt. Dieses Gerät ist nicht mal für die Öffentlichkeit verfügbar. Ein Gerät, das Informationen aus dem menschlichen Gehirn extrahiert. Mit einem Gerät wie diesem wären Verhöre nicht mehr nötig. Man könnte einfach jede Information, die man will, extrahieren. Vielleicht kann man dieses Gerät sogar dazu benutzen, Leuten eine Gehirnwäsche zu verpassen. Die wichtige Sache ist, Ikeda hier rauszubringen. Nach der Anleitung kann ich eine gezwungene Trennung zwischen dem System und dem Subjekt, während sie verbunden sind, zu Gehirnschäden führen. Das war knapp. Ich bin froh, dass ich sie vorher nicht entfernt konnte. Mit anderen Worten, ich kann keine physischen Methoden benutzen, um Ikeda hier rauszubringen. Es gibt auch nicht viele andere Methoden, das zu tun. Die erste Methode wäre, Zugriff auf das System zu erlangen und den Prozess zu stoppen. Aber ich habe keine Methode, mir Zugang zu verschaffen, also wird das nicht funktionieren. Die nächste Methode wäre, ihn mit einem Medikament zu stimulieren, um ihn so aufzuwecken. Das System wäre so gezwungen, sich abzuschalten. Das geht auch nicht. Ich habe kein Medikament. Die letzte Methode wäre, das Objekt erkennen zu lassen, dass es in einer virtuellen Welt lebt und es so aufzuwecken. Ich denke, das wäre der einzige mögliche Weg. Aber wie kann ich Ikeda erkennen lassen, dass die Welt, die er sieht, nicht echt ist? Ich könnte mich vielleicht in die Simulation hacken, die Ikeda sieht, und sie dann modifizieren. Ich kann das Hauptsystem nicht abrufen, aber ich kann das System umgehen, um Ikedas Hirn direkt anzuzapfen. Das nützt nichts. Ich habe es versucht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach so in Ikedas Bewusstsein treten kann. Realität an Ikeda? Jemand dort? Wach auf! Wach auf! Wenn du es nicht tust, werden die Dinge schlimmer. Wir haben fast keine Zeit mehr. Die Welt ist nicht echt. Bitte wach auf. Bitte. Ikeda. Sen Ikeda. Verdammt. Es nützt nichts. Er wird mich nicht hören. Es ist nutzlos. Ich muss etwas tun, bevor es zu spät ist. Einen anderen Weg in das System finden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun kann, aber... Nein, was sagst du denn da? Du bist ein Genie. Ich werde es mir beweisen. Ein Bild auf dem Bildschirm ist erschienen. Ist das der JFK-Flughafen? Er zeigt mir, was Ikeda sieht. Das ist, als er mich abgeholt hat. Ist es möglich, jemandes Erinnerung zu sehen? Warte, sag mir nicht, dass jeder vergangene Moment in Ikedas persönliche Erinnerung hier auftauchen wird. Wenn etwas Komisches auftaucht, werde ich einfach meine Augen schließen. Ich möchte nicht jammern, aber das ist echt schwer. Ein Zugang zu einem komplett unbekannten System zu erlangen und Ikedas Erinnerung zu ändern, ist nicht die einfachste Aufgabe. Da laufen so viele Informationen durch.
Die zu verstehen ist echt schwierig. Ich denke, ich muss auf das Bild schauen, um den Teil zu finden, den ich verändern will, und dann in diesen Code hacken. Wow! Hat sich die Anzeigetafel gerade verändert? Entspricht der Code der Flughafenanzeigetafel? In diesem Fall? Diese Welt ist nicht echt. Ah, er bewegt sich so schnell. Ich kann nur so viel Code schreiben. Sieht aus, als würde es angezeigt, aber Ikeda scheint es nicht zu bemerken, dass diese Welt nicht echt ist. Verdammt! In diesem Fall sollte ich etwas im Voraus coden und dann noch einmal hochladen. Etwas sehr Wildes. Wie wäre es mit einem fliegenden Pinguin? Er würde dann definitiv realisieren, dass er in einer Simulation ist. Oder nicht? Wow, ich dachte nicht, dass Pinguine fliegen können. Wie wild. Würde er wirklich so etwas sagen? Wie auch immer. Ich mache mich an die Arbeit. Okay, fertig. Ich muss ihn nur noch hochladen. Hä? Oh shit. Und plötzlich Abby aus dem Nichts. Es sieht aus, als hätte sich eine sehr große Ratte hier eingeschlichen. Neneko Isomozaki. Was? Abby? Also ist sie wirklich... Tut, tut, beweg dich nicht. Wenn doch, werde ich deinen Arm sofort brechen. Ah, das tut weh. Sie hat meinen Arm umgedreht. Ich kann mich nicht bewegen. Au, au, au. Ich bin recht überrascht, dass du in den Keller gelangt bist. Wie bist du hier reingekommen? Ich verstehe, du wirst nicht reden. Wie wäre es, wenn ich das mache? Nein! Ich habe eine Sprachstörung. Ich versuche wirklich nochmal zu sprechen. Es ist nicht so, als ob ich dir nicht antworten wollen würde. Warte, lass mich wenigstens atmen. Du bist unverändert hartnäckig. Ich werde ja reden. Ich sagte, ich werde reden. Ich werde ihnen sagen, was ich weiß. Hören sie nur auf, meinen Arm zu verdrehen. Ich wünschte, ich könnte einfach normal reden. Na gut, was ist der Entsperrcode? Sag es mir. Ich weiß, dass du ihn hast. Der Entsperrcode? Was ist das? Das Programmpasswort oder so? Verdammt, vergiss es, solange du nicht versuchst, mich zu verarschen. Wer hat Thomas Harrington und Sir Raymond getötet? Einer von euch hat das getan, oder? Sag mir nicht, dass du es nicht weißt. Was? Nein, gut, es ist... Hey, warte eine Minute. Hey, das ist genau das, was ich versuche herauszufinden. Idiot! Worauf spielst du an? Versuchst du dir Zeit zu erkaufen? Niemand wird kommen, um dich zu retten. Verarsch mich nicht! Du hast meinen Arm gebrochen! Du hast ihn gebrochen! Genau, ich habe gerade deinen Arm gebrochen. Als nächstes sind deine Finger dran. Jedes Mal, wenn du nicht redest, werde ich einen brechen. Jetzt rede! Mit wem arbeitest du? Mit wem ich arbeite? Ich arbeite mit niemandem. Du bist ja nur Haut und Knochen. Bist du eine Art Masochistin? Ich dachte nicht, dass ich so weit gehen muss. Dieses kleine Schweinchen ging zum Markt. Au, 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 au! Ich sage dir die Wahrheit. Nein, wenn ich so weitermache, wird sie alle meine Finger brechen. Ich muss mir durch Lügen Zeit erkaufen. Nein, Zeit erkaufen? Was wäre der Grund, sich Zeit zu erkaufen? Ich muss einen Weg aus dieser Zwickmühle finden. Wenn ich darüber nachdenke, ist mein Vanuatu immer noch mit dem System verbunden. Alles, was ich tun muss, ist das Kommando geben und die Daten in Ikedas Hirn zu laden. Ich kann die Eingabetaste so nicht drücken, aber vielleicht kann ich einen Sprachbefehl nutzen, um den Code hochzuladen. Aber wie kann ich das tun, ohne dass mich Abby bemerkt? Au, 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 au! Ich werde sterben! Ist egal, ob ich die Wahrheit sage oder lüge, sie wird mich sowieso töten. Ich denke, ich habe keine Wahl. Ja, ich arbeite mit ihm zusammen. Ich werde ihm alles sagen, was ich weiß.
Bitte hören Sie auf, mir weh zu tun. Die kleine Ratte spricht endlich. Na gut, kleine Ratte, rede mit mir. Wenn du mir nur eine kleine Lüge erzählst, muss ich dir nicht sagen, was passiert. Ja, ich verstehe. Ich arbeite mit. Ah, ich meinte, sein Codename ist... Spuck es schon aus. Oder hast du so viel Spaß an Schmerzen? Ah, sein Codename ist... Persönlicher Wanbano-Code-Ausführung. Das ist sein Codename. Ich weiß, das ist ein sehr merkwürdiger Codename, aber... Was? Sag mir nicht, dass du nicht verstehst, was ich sage. Ein komischer Codename ist mir scheißegal. Ich möchte einen echten Namen. Was war das? Warte. Du hast gerade einen Code von diesem Computer hochgeladen. Denke nicht, dass du mich verarschen kannst. Ich werde nur nicht mehr so gnädig sein. Ah! Hilf mir! Ikeda! Doch Ikeda steckt anscheinend immer noch in seiner süßen kleinen Traumwelt. Leg dich nicht mit mir an. Ist das etwa Abby? Okay, wahrscheinlich. Autsch! Sie haben ihn gebrochen! Sie haben ihn gebrochen! Schon? Oder hast du so viel Spaß an Schmerzen? Code Ausführung. Denke nicht, dass du mich verarschen kannst. Ich werde nicht so gnädig sein. Hilf mir, Ikeda. Der wahrscheinlich gerade immer noch am Flughafen chillt? Ja. Was war das? Habe ich geträumt? Es war ein komischer Traum. Ein sehr lauter Traum. Hört sich an wie ein Zickenkrieg zwischen zwei Frauen. Vielleicht bin ich auch nur müde. Ich habe zu viel gearbeitet die letzte Zeit. Jedenfalls, ich sollte aufhören, an die Arbeit zu denken. Aber ich sollte nicht einfach am JFK-Flughafen einnicken. Der ist immer auf der Top-10-Liste von Flughäfen, an denen man nicht einschlafen sollte. Das ist alles ihre Schuld. Wo ist sie überhaupt? Ist sie noch nicht gelandet? Hä? Was zum... Ein fliegender Pinguin? Ha, können Pinguine heutzutage fliegen? Ich denke nicht, dass das ein Witz ist. Es sieht aus wie ein Hologramm, aber... Das ist komisch. Niemand bemerkt diesen Pinguin. Mit anderen Worten, ich bin der Einzige, der ihn sehen kann. Also, was hat das zu bedeuten? Ich kann nur an drei Möglichkeiten denken. Erstens, ich halluziniere. Wegen all dieser Arbeit. Nein, ich bin mir sicher, dass ich beschäftigt war, aber ich habe nicht so hart gearbeitet, dass ich anfange zu halluzinieren. Außerdem hatte ich bis jetzt keine solchen Probleme, also zweifle ich, dass ich mir plötzlich einbilde, einen fliegenden Pinguin zu sehen. Also denke ich nicht, dass das der Fall ist. Was könnte es sonst noch sein? Zweite Möglichkeit. Das ist ein realer, fliegender Pinguin. Natürlich ist das kein echter Pinguin. Das ist eine Art Ballon oder ein dreidimensionales Bild. Aber wenn dem so ist, warum kann es niemand sonst sehen? Ich denke, es gibt einen einfachen Weg, das herauszufinden. Hi! Kann ich Sie etwas fragen? Ja, was denn? Etwas fliegt dort drüben. Würden Sie vielleicht wissen, was das ist? Entschuldigen Sie, das weiß ich nicht. Sie sollten den Informationsschalter fragen. Ah, ich verstehe. Danke. Das werde ich tun. Sie kann es nicht sehen? Also kann ich etwas sehen, das sonst niemand sieht? Und Ihre Antwort passt sich auf die Frage, die ich gestellt habe. Was geht hier vor sich? Die letzte Möglichkeit, an die ich denken kann. Genau wie die Informationstafel gesagt hat, dass diese Welt nicht echt ist. Normalerweise würde ich sowas Lächerliches nicht mal in Betracht ziehen, aber da ich all das hier sehe, sollte ich diese Möglichkeit nicht verwerfen. Diese Welt ist nicht echt. Ha. Das ist merkwürdig. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich fühle mich, als hätte ich das hier schon einmal gesehen, aber... Was vergesse ich hier? Ich habe etwas sehr Wichtiges gemacht. Warte. Ich bin mir sicher, dass ich auf einer Insel war. Insel? Was für eine Insel? Das ist merkwürdig. Sobald ich versuche, mich an etwas zu erinnern, verschwinden meine Gedanken einfach. Wie Tränen im Regen.
Verdammt, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ich fühle mich, als wäre ich gerade in großer Gefahr. Ich habe etwas vergessen. Und es ist wirklich wichtig, dass ich mich daran erinnere. Verdammt! Ich weiß, was ich tun muss. Wenn diese Welt wirklich nicht echt ist, gibt es nur einen Weg, um sicher zu sein. Ich hoffe, ich werde nicht im Knast landen. Yippie-ki-yay, Motherfucker! Wow! Also ist diese Welt wirklich nicht echt. Niemand hat auf die Schüsse reagiert. Jetzt frage ich mich, wenn diese Welt nicht real ist, wo zum Teufel bin ich dann? Sagen wir mal, ich bin gerade betäubt und erlebe gerade eine Simulation. Wie wache ich auf? Die große Frage, wie wacht Ikeda auf? Endlich ist er sich bewusst, in einer virtuellen Realität zu sein. Aber wie kommt er jetzt raus und kann am besten Neneko zur Seite stehen, die kurz davor sämtliche Knochen gebrochen zu bekommen? Das werden wir dann nächstes Mal rausfinden, wenn es wieder heißt, die Rückkehr zur Insel Shironagasu. Seid gerne wieder mit dabei und hoffentlich ist dann meine Stimme nochmal ein bisschen mehr an Bord als heute. Bis zum nächsten Mal allerseits. Ciao!